Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Paints. Ich wollte euch mal fragen, sollen wir mal in einem Let's Paint, habe ich gerade hier bei mir noch rumfliegen sehen. Ich habe ja so eine Leinwand gemalt, boah, ist auch schon ein bisschen staubig, wo wir einen großen Unterwasserpart haben. Wir könnten so einen Style malen, der hier quasi von oben reinbricht und hier unten die Farben wechselt oder so. Lasst mich mal wissen, ob das hier was für euch wäre, ob wir das machen sollen. So, und weiter geht's mit unserem Bild. Oder ob wir halt so eine Karibik-Geschichte mal komplett neu aufziehen sollen. Ich habe das jetzt hier mal bei den Outlines ein bisschen trocknen lassen. Somit haben wir jetzt auch keine Probleme mehr. Ich kann meine Hand wieder aufsetzen. Hoffe ich. Ich meine, es sind gerade mal erst 5 Minuten vergangen von der letzten Aufnahme bis jetzt. Aber ich denke mal, das passt schon. Und zimmern wir jetzt hier noch die Outlines rein. Boah, jetzt geht das auf einmal richtig gut. Freut mich gerade volle Möhre. Also wenn man einen glatten Unteranstrich hat, dann geht das echt Bombe mit diesen Beltenstiften. So. Jetzt habe ich überlegt, ob ich im Block noch so Streifen reinmachen soll. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Haben wir zwar einen Arbeitsschritt weniger in dem Bild, aber wie ich schon mal erwähnte vor 400, 500 Folgen, zu viel ist auch scheiße. So, also, nächstes auf dem Plan ist hier lila, ne? Damit hier und da ein bisschen die Outlines zu beleuchten. Also hier der Part ist jetzt noch nass. Aber hier kann ich schon mal ansetzen. Einfach stellenweise in die Ecken ein bisschen lila reinbringen. Da muss ich auch ganz vorsichtig sein, dass halt echt ein dicker Stift ist. Aber das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Sollen ja nur ein paar Effekte werden. Schade, dass ich den Stift nicht eine Nummer dünner hier habe. Aber was willst du machen? Geht halt nicht anders. Ich habe eben noch mal telefoniert wegen der Jam, der 3DLK Jam. Sieht also im Moment so aus, als werde ich euch doch schon etwas früher eine Ankündigung machen können. Aber solange noch nicht alles steht, halte ich mich da noch ein bisschen bedeckt. Ich will nur, dass ihr schon mal wisst, dass sowas im August kommen wird. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Bock, nach Bonn zu kommen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, hier kann ich nämlich nicht aufsetzen. So. Ich muss immer schauen, wo es am meisten Sinn macht, ein bisschen zu beleuchten. Oft macht das hier in so Kurven Sinn. Oder an so Ecken hier. Jetzt auch erst die erste Beleuchtungsstufe, danach kommt ja noch dieses freakige Rosa noch mit rein.
quasi direkt im nächsten Atemzug, wenn das hier mit der Farbe geschehen ist. Das Coole ist, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, ne, dann habe ich extra noch eine Woche Urlaub, um für euch noch ein paar Videos zu produzieren, damit dann auch wieder alles ganz normal weitergehen kann. Habe ich mir extra genommen. Also ich habe quasi 2 Wochen Urlaub, bin eine Woche weg und eine Woche werden wir hier zusammen wieder auf die Kacke hauen und dann mit dem Sechser. Und mit dem Saver auch noch mal ein bisschen was. Wird ganz lustig. Haben da ein paar gute Ideen. Aber da will ich auf gar keinen Fall spoilern, weil soll ja auch ein bisschen Überraschung sein für euch. Ne? Hier kann man auf jeden Fall auch noch mal was reinlegen. Schön in den Knick hier. Hier in die Rundung. So, jetzt muss ich mal schauen, hier klatschen wir noch was rein. Dann entsprechend auch hier. Da ist mir gerade ein Feuerzeug fliegen gegangen. Was soll's. Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nirgendwo reinkomme, Leute. Mann, Mann, Mann. Hier will ich auch noch ein bisschen was heller haben. Genauso wie, das ist noch nicht ganz trocken. Muss ich gleich dran. Da müsst ihr echt immer aufpassen. Weil solange diese Stifte hier noch nicht trocken sind, ist das eine ganz fiese Nummer, wenn ihr da reinkommt und euch das durchs Bild matscht. So, dann machen wir hier noch einen hellen rein. Mit der Kanne auf der Wand kann man diese Sachen natürlich schön faden. Das kommt dann auch ganz cool. So, wenn es hier so ein bisschen schmutzig ist, ist überhaupt gar kein Problem. Kommt ja noch eine Second Outline drum. Wo wir gerade bei Second Outline sind, fällt mir auf, ich habe hier eine Outline vergessen. Zack. Jetzt hier einfach nur mal ein bisschen helle Stellen andeuten. Auch immer ganz gut. Genau wie hier in der Linie. Mal aufpassen, dass ich mir hier nirgendwo rein matsche. Genauso wie hier drin würde ich gern auch noch was machen. Manchmal muss man die Hand einfach auflegen, um eine ruhigere Linie produzieren zu können. Hier in die Kurve machen wir noch was rein. Juti. Dann glaube ich, sind wir mit der Farbe auch schon so ziemlich durch. Ja, hier und da kann man ja noch. Jetzt muss ich von diesen lila Stellen im nächsten Schritt wieder welche highlighten. Also in den lila Bereichen kommt dann jetzt noch die nächste, das Rosa rein. Und da rein kommt dann nochmal ein Weiß. Dann kommt die Second Outline drum, Tag und ab dafür. Ne? Also es ist gar nicht mehr so weit bis zur Fertigstellung. Hier mache ich auch nochmal ein bisschen, wenn es nur ein kleiner Effekt ist.
So. Und dann geht es auch schon mit der nächsten Farbe weiter. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Das ist auch ein cooles, knalliges Rosa. Ich weiß jetzt nicht, wie es deckt. Aber das finden wir jetzt hier gemeinsam zusammen heraus. Oh ja, hat was. Sieht man zwar nur wenig, aber hat was. Manchmal sind es ja auch nur ganz kleine Punkte, die man davon braucht. Deckt aber echt wie Hund, ey. Ich guck mal, ob ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Deckkraft rausbekomme. Wichtig ist ja wie immer, ne, gut schütteln und so weiter. Aber wenn Farben einfach eine scheiß Deckkraft haben, kannst du da machen, was du willst. Bringt dann einfach nichts. Ne, es saugt halt total ein. Muss man dann halt mal ein zweites Mal noch drüber. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Wir laufen jetzt einmal durch den Style durch und dann im nächsten Schritt gleich nochmal. Und dann gehen wir auch schon mit dem Weiß rein. Ich finde das nur immer cool, wenn man die Outlines halt auch nochmal so ein bisschen beleuchtet, hier und da. Aber da guckt ja echt alles durch. Kannst ja bis auf die Unterhose durchsehen. Mann, Mann, Mann. Naja, aber das sind halt immer schöne, angenehme Arbeitsschritte. Man muss sich nicht großartig konzentrieren, muss nur aufpassen, dass man nicht vollkommen daneben malt. Aber im Grunde ist ja schon alles klar, wo was hingehört. Und deswegen passt das. Hier setzen wir auch noch mal einen drauf. Den habe ich jetzt mal total verkackt, weil ich meine Hand nicht auflegen konnte. Naja, müssen wir auch noch mal nachbessern. Ich mache ihn jetzt so, dass ich meine Hand auflegen kann. Aber da werden wir noch mal mit dem Grün dran gehen. Es gibt ja zwei, drei Stellen, wo wir noch mal nachbessern müssen, auch in den Blocks. Gerade hier irgendeinen komischen Sound gehört, den ich nicht zuordnen kann. Irgendetwas hat sich hier bewegt. Bestimmt das Alien vom letzten Bild. Lauert mir jetzt hier auf. So. Dann hauen wir hier nochmal ein bisschen mehr rein. Ich hoffe ja wirklich, dass ihr das durch die Kamera, dass das gut aussieht, dass ihr das erkennen könnt und so weiter. Aber das werde ich erst im Schnitt sehen, leider. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal eine Runde durch. Ja. Ja, ich muss halt wirklich die Hand aufsetzen, sonst tupfe ich wirklich grob daneben. Jetzt sind das aber auch nur noch kleine Tupfer, wo die Farbe halt hängen bleiben soll. Finde ich etwas schade, gerade bei diesen Neontönen. Dieses Bild hier wird man auch im Schwarzlicht gut sehen können. Ich werde mal für Facebook auch ein
Foto im Schwarzlicht machen. Ich habe ganz viele Schwarzlichtröhren hier, weil ich ab und zu auch Aufträge habe, wo ich Bilder für Räume male, wo dann Schwarzlicht drin ist. Und da muss man natürlich auch unter Schwarzlicht malen, um das genau sehen zu können, was man da tut, wie das dann leuchtet, wie es rüberkommt, etc. Macht auf jeden Fall Bock, auch diese Farben mit der Kanne. Jetzt nicht um komplett zu outlinen, aber um Sachen anzuschattieren. Das macht der Saver auch ganz oft. Das kommt echt cool. Übrigens, schöne Grüße an dich, Saver. Du guckst ja die meisten Videos. Vielleicht schaust du auch gerade dieses. Dann sei gegrüßt. Genau wie dein Bruder Gag. Und ja, die anderen Jungs aus der Crew. Alle dick grüßen. René, schöne Grüße. Und an alle, die ich vergessen habe. Und natürlich an euch da draußen, also genau an dich, der du das da schaust. Hammerfette liebe Grüße von mir, vom Herzen aus. Ich wünsche euch alles Gute. So, jetzt sind wir das hier nochmal nachgegangen. Ich finde, das ist jetzt auch mehr oder weniger okay an der Stelle. Und jetzt müssen wir halt tatsächlich nochmal ein bisschen abwarten, bis das hier getrocknet ist. Dann kann ich hier mit dem Weiß reingehen. Dann gibt es die Second Outline, Tag, Unterschrift und dann sind wir durch. Was ich auf jeden Fall schon mal machen kann, ist die erste Schicht vom Tag. Muss ich gerade überlegen, wie ich es am besten mache. Zack, 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 zack. Ja, genau. Ich muss echt aufpassen, wo ich hier meine Hand auflege, liebe Leute. Dann geht der hier runter. Bams. Und das Tag werde ich, glaube ich, genauso machen. Das werde ich auch dann wieder anschattieren mit Lila. Und mit den helleren Farben. Genau wie bei den Outlines auch. Und dann denke ich mal, wird das schon ganz stimmig aussehen. Oh, jetzt bin ich da reingekommen. Ich könnte so kotzen. Und ich habe einen Strich auf meinen Tisch gemalt. Wie auch immer der jetzt noch dahin kommt. Naja, wir werden ja eh nochmal mit Weiß durchgehen, dann kann man hier so ein, zwei Fehler wieder wegtupfen. Erstmal muss das Tag an sich gut aussehen. So. Und dann hauen wir hier noch einen hoch. Fertig. Mal einen ganz dezenten I-Punkt. Und weil es mich so derbe abfuckt gerade, gehe ich da auch direkt mal gerade mit dem Pinsel dran. Ich habe ja hier noch eh meinen weißen Pinsel auf Wasser. Weiße Farbe habe ich hier auch noch. Wenigstens schon mal eine Schicht drüber legen. Und dann nachher nochmal und dann wird das schon werden. So, liebe Leute, ich sag wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder in einer weiteren Folge des Let's Paints. Haus rein!